Tierpark Berlin beginnt ein neuer Tag. Für Tigermädchen Alicia wird es ein aufregender. Denn heute zieht sie um, in den Zoo Eberswalde. Auch für die Tierpflegerin Angelika Bergling und Petra Schröder heißt es Abschied nehmen. Das letzte Fläschchen hier, es ist nicht mehr viel drin an Milchpulver, aber wir nehmen noch eine volle Büchse mit nach Eberswalde, dass sie wenigstens den Geschmack noch von zu Hause hat. So. Im Zoo von Eberswalde wird Alicia für 3 Monate mit dem Tigerjungen Dragan zusammenleben. Zum Kennenlernen. Danach werden beide nach Berlin wechseln. Ach, du kommst schon in den Milchtopf. Ich habe für dich schon eine Schüssel fertig. Ach ja, das ist schön. Das ist schön, ne? Ja. Ich meine, vielleicht nehme ich auch einfach noch ein bisschen mit. Schon fertiges. Kannst du auch machen. Also ich meine, ich habe dir jetzt erstmal Frühstück geschnitten. Möchtest du noch so eine Portion mitnehmen? Ja, hier in ein Becherchen, wisst ihr? Ja, alles klar. Okay, danke schön. Der Moment des Abschieds naht. Es wird wohl kein leichter werden. Auch wenn man sich ja bald wieder sieht. Tja, das ist kein schönes Gefühl, aber es ist leider nicht zu ändern, denn wir haben nur dieses Einzelkind, Eberswalde hat das Einzelkind. Und nur wenn wir versuchen, dass die beiden miteinander groß werden, dass die sich vertragen und spielen und es garantiert günstiger ist, wenn sie nur uns hat. Ja. Na klar, es ist immer, ich meine, es ist ja nur ein Abschied auf Zeit, sie sollen ja wieder zurück, aber trotzdem ist es natürlich traurig. Ist es soweit? Das letzte Mal kuscheln vor der Abreise. Guten Morgen. Hallo Mauschen. Hallo Mauschen. Na, hallo Alicia. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich hab dich auch lieb. Mauschen? Hast du gut geschlafen? Ja. Ach, du bist doch immer süß. Hm? Tja, weiß nicht. Nee, du musst mich nicht gleich fressen. Guck mal, ich hab dir was zu fressen mitgebracht, okay? Hast du so einen Hunger? Ja? Möchtest du gleich hier, guck mal, wir machen das gleich hier von vorne heute. Hm? Oh, du weißt, guck mal, hast du so einen Hunger? Guck mal, hier, ein Schluck aus der Pulle. Hm? Noch mal Kraft tanken für den Weg nach Eberswalde. Auch im Zoo Berlin naht ein Abschied. Der ist allerdings für immer. Mäusepo, wo bist denn du jetzt? Hey, Dicke. Kannst du nicht was zu essen? Nashorn Akili wird Deutschland verlassen. Richtung Japan. Ich hab dir was mitgebracht. Englische Butterkekse. Oder dänische. Hier. Nehmen Sie sie. Ja. Weil Akili ist ein Nashorn, aber auch ein Mädchen. Die isst ja was gerne. Hier, meine Süße. Hab ich dir halt von zu Hause gemopst und dir mitgebracht. Bist du ein Schonsensor-Alle. Schonsensor-Alle, mein Schatz. Dann bist du noch ein bisschen. Ein bisschen Heu und ein bisschen Luzerne essen. Bürsten und massieren. Wie ein Rennpferd. Natürlich ist sie viel wertvoller, weil Rennpferde gibt es viel mehr. Du staubst immer so. Wie ein alter Vertiko. Seit vielen Jahrzehnten züchtet der Berliner Zoo erfolgreich die bedrohten Spitzmaulnashörner. Sobald sie alt genug sind, verlassen sie die Hauptstadt in alle Welt. Für meinen Zustand gibt es im Moment gar kein Wort. Ja? Also aufgeregt wäre zu wenig. Akili geht nach Japan, nach Yokohama in den Zoo. Zoorasia heißt der. Aber erst fahren wir nach Amsterdam und dann müssen wir in den dicken Flieger rennen. Ja? Die wird jetzt 3 Jahre im August. Und von der Blutlinie her ist sie mit niemandem dort verwandt. Sie bringt einfach frische Blut, frische Gene mit in den Pool da bei den Japanern, weil die ja Nashörner haben.
Und die hat ja auch eine gute Mutter, einen guten Vater. Und also das ist ein tolles Nashorn. Die kann sich freuen. Vor der großen Abreise muss Akili nur noch mal mit der großen Transportkiste üben. Für Orang-Utan-Baby Rike hat die große Reise bereits begonnen. Sie ist im Auto unterwegs nach England. Dort befindet sich die Monkey World, eine Rettungsstation für verwaiste Orang-Utans. Im Auto hat sie es schon mal sehr bequem. Im Gegensatz zu ihren Begleitern, Reviertierpfleger Christian Aust und Tierarzt André Schüle. Bequem war es für uns eher nicht. Beide 1,90 und größer, also da hat man immer das Gefühl, man hat so die Kniescheiben unter den Ohrläppchen. Es war schon ziemlich anstrengend, aber in diesem kleinen Gefährt hatten wir trotzdem die Möglichkeit, das Tier gut zu handeln. Und das war ja eben unser Fokus, dass das gut machbar ist. Service, oder? Auf den Knien des Reviertierpflegers. Überraschung. Und, lohnt sich's? Ja, ist ein bisschen was drin. Es ist etwas dunkler als sonst. So, jetzt hast du Schlimmes überstanden. Ja, ich hatte mir natürlich da hinten schon irgendwie meine Gedanken gemacht, weil ich dachte, mein Gott, wie kriege ich jetzt die Flasche kalt? Oder zumindest auf warme Temperatur. Dann habe ich sie schon immer so zwischen meiner Schulter und der Scheibe so ein bisschen gedrückt. Das hat aber nicht so funktioniert. Ja, und dann dachte ich, und das hat sich dann auch als ganz gut herausgestellt, das ging dann recht fix, habe ich sie eben zwischen dem Fenster und der Tür dann da eingeklemmt. Und ja, 0,6 war es auf Betriebstemperatur. Für Rike darf es nicht kühler sein als 26 Grad, sonst erkältet sie sich. Klar, dass die warme Temperatur durstig macht. Das ist ein gutes Zeichen. Sie hat nach wie vor Appetit, viel Appetit. Sie trinkt gut. Ich denke mal, dass die Fahrt sie nicht allzu sehr stresst. Sie hat viel geschlafen. Das ist jetzt ihr drittes Fläschchen um 11.22 Uhr. Bei den kleinen Pandas im Berliner Tierpark stehen die Zeichen nicht auf Abschied, sondern auf Ankunft. Ein neuer Bewohner ist eingetroffen. Wo bist du denn? Na, kriegst du erst mal Bambus. Na, du guckst ja schon mal. Damit der Katzenbär im Moment zu tun hat, kommt es in eine Kiste, ein Stück nach hinten, dann muss er wenigstens rausangeln. Aus dem Napf brauchen wir es nur einfach rausnehmen. Na, Großer, alle schick. Ja, du bist nur ängstlich, ne? Wenn man so neu ist auf so einer Anlage, ist es eben so. Mach langsam, langsam. Der Neuzugang hat noch keinen Namen und muss auch sein Zuhause erst noch erkunden. Ja, mal gucken, nächste Woche kriegst du deine Frau. Das wird dir gefallen. Die Tabea ist eine nette und eine freche. Auch Tabea hat den Neuen noch nicht kennengelernt. Sie muss außerhalb ihres Reviers warten, bis ihr Mitbewohner sich etwas eingelebt hat. Er
ist ein Jahr älter als Tabea und damit haben wir endlich mal ein Pärchen, was auch altersmäßig zusammenpasst. Und er ist ein ganz ruhiger Geselle. Da kann man davon ausgehen, da hat Tabea eine Menge Spaß mit dem. Weil sie ist ja eine ziemlich aufgedrehte und quirlige immer noch, obwohl sie nicht mehr die Allerjüngste ist, also kein Kind mehr ist. Und da ist ganz gut, wenn da ein bisschen ein gesetzterer Herr dazukommt. Kleine Pandas gelten als gefährdete Tierart. Nachwuchs ist also erwünscht. Hallo, Süße. Na, meine Schnecke, alles schick? Ja, du willst raus, ne? Ein bisschen noch. Lass mal den Großen noch ein bisschen die Anlage kennenlernen. Dann kannst du dazukommen, kannst du vom Baum holen, weil du alle Wege besser kennst. Sie betrachtet die Anlage als ihrs. Sie wird ihn ordentlich jagen. Und wenn er dann nicht weiß, wo ein Ausweg ist, dann fährt er vom Baum. Deswegen hat er eine gute Woche Zeit, die Anlage in Ruhe kennenzulernen. Und dann kann sie wieder mit dazu. Sie findet es zwar nicht schön, aber was muss, das muss. Dafür wirst du den Mann schön finden. Verspreche ich dir, der ist nämlich niedlich. Bleibt zu hoffen, dass Tabea auch auf niedliche Typen steht. Ja, was ist nun? Das ist ja noch ja nicht von dir eingeschmutzt, die Hose, richtig? Die riecht nach zu Hause, Mause. So, Mauschen, guck mal. Lecker, lecker, lecker. Ein Frühstückchen, nicht so viel. Weil durch die Erschütterung, wenn sie jetzt im Auto ist, kann es auch dann sein, dass sie sich übergibt. Deswegen kriegt sie jetzt nur so ein bisschen. Also, und das, was sie jetzt nicht frisst, ist auch nicht schlimm. Nicht alles voll kleckern. Liesel. Alischerchen. Mauschen. Haha. Du kleiner Tiger, du. Alisha. Ist nicht schlimm. Und das war's. So, du Süße. Alishas Reise beginnt. So. 60 Kilometer liegen vor ihr. Dann wird sie im Zoo Eberswalde auf Dragan treffen. Mit dem 2 Monate älteren Tigerjungen hat sie viel gemeinsam. Denn beide sind sibirische Tiger. Und wie Alisha ist auch Dragan ein Flaschenkind. Mit etwas Glück werden die beiden in Zukunft ein Herz und eine Seele sein. Ups, die kriegen wir nicht mehr raus. Zuerst am besten. So, du kleine Maus. So, machen wir dich so rum fest. Dann kannst du gucken. Nochmal hier mal. Irgendwo diese Schnalle. Na dann. Auf ihn. Tierpflegerin Angelika Bergling wird ihren Schützling Alisha persönlich nach Eberswalde fahren. Begleitet werden die beiden von Kurator Christian Kern. Nach 1 Stunde Autofahrt kommt Alisha sicher in Eberswalde an. Tigerjunge Dragan spürt bereits, heute ist was im Busch. Der Direktor des Eberswalder Zoos, Dr. Ja, schön, Bernd Hensch, empfängt den Besuch aus Berlin. So, da sind wir. Sie sind die Mama, ja? Ja. Die Fima passiert mit Dragan, ist ganz lieber. Da ist immer die Krallen drin. Nein, keine Angst. Ist doch wunderbar. Ja, also, wir haben ihn jetzt schon eine Weile bewegt. Ja, wir sind schon eine Weile der Tierpfleger. Also sein Tierpfleger ist jetzt auch eine Weile mit ihm unterwegs, dass der schon ein bisschen ruhiger ist. Dann müssen sich keine Sorgen machen. Nee, ach, Hakuna Matata, alles wird gut. Ich bin da jetzt noch ganz entspannt. Na klar. Wir gucken mal. Tierpfleger Uwe Franke holt seinen Schützling. Und Dragan wird immer unruhiger.
in Schönau ist, wo wir das so machen können. Das ist ja für die Tiere gut. Für die Jungtiere? Ja, für Schönau. Sechs haben wir noch du. Und für die Tierpfleger auch nicht gerade, oder? Für die ist es natürlich auch ein bisschen besser, oder? Die hört mir zum Geschäft. Ja, na klar. Okay, na los. Machen wir's. Die Stunde der Wahrheit ist angebrochen. Sie wird jetzt bestimmt gleich ihren Kumpel sehen. Nicht Mauschen. Und für Tierpflegerin Angelika Bergling die Stunde des Abschieds. Ja, Mauschen. Vom Zoo Eberswalde zurück in den Zoo Berlin. Hier wird Nashorn Akili für eine große Reise in die Welt vorbereitet. So, kleine Maus. Ein paar Äpfel hat sie noch liegen. Sehr schön. Damit die Reise nach Japan für Akili möglichst stressfrei wird, üben Reviertierpfleger Jürgen Jahr und Tierpfleger Carsten Schwendt ein letztes Mal mit ihr den Gang in die Transportkiste. Na, Jürgen? Ist ja ein bisschen unruhig geworden. Ja, ist, genau. Ne? Jetzt ist es auch ein bisschen schon. Was die Ruhe vorm Sturm ist, ne? Genau. Der letzte Tag, morgen ist es soweit? Morgen ist es soweit, ja. Guck mal, Akili. Na, bleibst du gleich stehen. Hat er seine Klapperkiste bei, ne? Ja, kriegst du gleich draußen in der Kiste. Ja. Wir haben jetzt vor 2 Wochen angefangen, die Kiste vorzustellen, die Nashornkiste. Fein. Um sie halt so ein bisschen dran zu gewöhnen, dass es ein bisschen ruhiger wird natürlich. Und am einfachsten nochmal mit dem Training ist es natürlich, wenn wir einfach irgendein gleichbleibendes Geräusche am besten für sie natürlich haben. Unsere Stimme erkennst du natürlich auch. Also wenn wir sie rufen, dann würden sie auch ankommen. Aber so klappern wir immer schön. Die kennt den Eimer ganz genau und weiß ganz genau, ah, wenn die klappern mit dem Eimer, dann komme ich an. Ja. Und so hat sie sich langsam nach und nach dran gewöhnt. Die stehen wir ja wie ein Bonbon im Mund. Zack. Manchmal stecken wir uns ja gegenseitig im Mund rein, aber meistens erstmal die auch alleine. Ja, also ich krieg meistens ja keine ab, weil Carsten die dann. Hier, wir müssen ja kosten, ob die auch schmecken, die Feigen. Ist natürlich kein optimales Futter für Nashörner, aber. Ja, das ist immer eine Ausnahmesituation. Mal ein Leckerli, das ist ja auch in Ordnung. Na klar, sofern die beiden Tierpfleger Akili noch welche übrig lassen. So, sagen wir noch mal eine kleine Trockenübung. Also in der Regel machen wir es so, dass ich halt schon oben bin. Jürgen steht dann vorne, lockt Akili rein. Sie kommt dann in die Kiste relativ entspannt rein und merkt halt gleich, ah, da oben ist irgendjemand, auch wenn wir ganz leise sind und mucksmäuschen still sind. Die kriegt es doch irgendwie mit, dass da irgendwas anders ist, da hört sie irgendwas. Dann fangen wir oben so ein bisschen an zu klappern. Einfach irgendwie ein paar Sachen, ein bisschen Metall auf Metall, dass die merkt, ah, das ist ganz normal, wenn da oben ein bisschen was poltert und wackelt. Ja, und dann, wenn sie dann drin ist, müssen wir relativ leise versuchen, hier diese schweren Stangen unten in die Kiste einzuhaken. Dann werden die langen Stangen mit Schrauben gesichert und dann ist er erstmal soweit sicher verpackt. Das Problem ist ja nur, wenn der Nashorn dann drin ist, wenn wir den Ernstfall haben, das ist ja so ein Stück hinter ihrem Hintern. Und da haben wir eben lange dran gearbeitet, dass Carsten umklappert und auch mal mit der Stange da so Geräusche macht, damit sie dann gut zu hören. Aber sie kann ja ihr Köpfchen nicht drehen wie ein Wellensittich, wa? Um 180 Grad. Also das hört sie das, kennt sie ja dann die Geräusche, aber das ist das Problem, dass sie da nicht denn zurückgeht mit ihren Hintern, mit ihrer 1000 Kilo Gewicht und Carsten die Stange aus der Hand reißt. Ja, und dann gebe ich ihr hier die Bananen und klappe auch ein bisschen, steckt ihr die Feigen im Mund. Also wer besser redet wie Akili ist Carsten, ne? Komm mal her, mein Großer. Dann kriegt er eine Banane von mir. Hier, abbeißen. Ja. Aber die würden natürlich dumm gucken, wenn ich in Japan Carsten aus der Kiste auspacke. Das kann man nicht machen, oder? Ja. Um auf Akilis 1000 Kilo zu kommen, müsste Carsten Schwendt auch noch einige Bananen mehr essen. Noch eine Nacht wird Akili in Berlin sein. Dann beginnt die Reise nach Japan. Die Reise von Orang-Utan-Baby Rike ist schon in voller Fahrt. Es geht nach England. Ja, ist der Stopp jetzt hier in Holland mittlerweile. Eindrufen passiert. Einmal Diesel fürs Auto, eine Milch für Rike und eine Wurst für Herrn Aust.
So, Christian, bist du ja zufrieden mit Verlauf der Fahrt? Ja. Ich hab Rücken. Und da hilft diese Wurst. Da hilft diese Wurst. Ich glaube, am besten hat's immer noch Nike. Dann schauen wir gleich mal nach. Wir haben die Pausen wirklich sehr, sehr kurz gehalten. Also wirklich nur, um das Nötigste zu verrichten in der Pause, die Flaschen auszuwaschen. Ich glaube, es waren vielleicht auf der ganzen Strecke 4-5 Pausen, die wir gemacht haben. Einer ist immer beim Auto geblieben. Wir haben das Tier natürlich nie aus dem Auto rausgenommen. Einmal wollten wir nicht die Temperaturunterschiede zumuten und zum anderen weiß man ja nicht, was in der Raststätte passiert, wenn man da mit einem kleinen Orang-Utan auf dem Arm an der Cafeteke erscheint. Außerdem ist es im Auto ja auch viel kuscheliger. Jetzt rechts abbiegen. Die Reisegruppe um Rieke kommt ihrem Ziel immer näher. Monkey World im englischen Dorset. Dort trifft Rieke auf Bulu Mata, einen ebenfalls noch jungen Orang-Utan. Zwischen den beiden ist es Liebe auf den ersten Blick. Das hat mich auch schon fast zu Tränen gerührt, der hat gleich so ein kleines Tränchen im Auge gehabt, weil geht dann das Herz auf, wenn man so die erste Begegnung sieht und er sofort gleich zu ihr gegriffen, der ist dann natürlich in der Entwicklung ein bisschen weiter als die Rieke. Und sie aber auch gleich geguckt und hat dann so seine Härchen in den Mund genommen und also die waren ganz zärtlich und ganz süß zueinander. Und ja, da kann man ganz hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, die werden sich da schon gut verstehen. Der junge Mann, der hier gerade so intensiv ruft, ist der neue Kumpel von dieser relaxten Dame. Das ist die Berlinerin Rieke, die zur Britin geworden ist. Und der hier hinten, Bulu Mata, ist der neue Freund. Tut sich gerade ein bisschen schwer, weil er Zähne kriegt. Fühlt sich wohl in ihrem neuen Zuhause. Genau. Im neuen Zuhause in Monkey World. Im Zoo Berlin geht es jetzt unter die Erde. Ins Nachttierhaus. Im Plumplori-Gehege wohnt seit einigen Wochen die zweijährige Kate. Hey, Kate. Ja. Na, meine kleine Maus. Komm mal her. Komm mal her. Katie. Reviertierpfleger Mario Grüßer weckt die neue Bewohnerin des Plumplori-Reviers mit ihrem Lieblingssnack. Heuschrecke. Ist jetzt 3 Monate hier und sie hat eine lange Anlaufzeit gebraucht, um sich an den Rhythmus hier zu gewöhnen. Unser Futter, die Besucher, all die Sachen, da war sie schon wirklich ein bisschen sehr weich, möchte ich mal sagen, sehr mimosenhaft, aber hat es jetzt so langsam ganz gut geschafft. Noch ist Kate alleine im Gehege, damit sie sich in Ruhe an ihr neues Zuhause gewöhnen kann. Doch lange wird sie hier nicht mehr Single sein. Denn ihr zukünftiger Mitbewohner Plumpi wohnt nur übergangsweise in einem anderen Gehege und wird bald zurückkehren. Da ist er ja. Oh. Na komm. Komm mal her. Und du wirst wirklich alt. Hm?
genau ist der? Zum Anfang wird es erstmal eine kleine Rangelei geben, schätze ich mal. Aber insgesamt, denke ich, werden sie sich verstehen. Ne? Mit dir kann man sich doch verstehen, ne? Hoffentlich. Denn dann gäbe es schließlich die Chance auf Plumplori-Nachwuchs im Nachttierhaus. Der Tierpark liegt im ehemaligen Park von Schloss Friedrichsfelde. Die beiden Zwergeselfohlen Dana und Camilla erwartet heute eine Runde Leinentraining. Zwergesel Oma Linda soll zur Verstärkung mitkommen. Na, dann los. Dann werden wir mal kicken und mal heute mal wieder mal eine Runde laufen. Ja, so. Mal schauen. Linda, willst du mitmachen? Dich brauchen wir ein bisschen, ne? Komm mal her, als erfahrene Veteranin der Tierparaden, ne? Von Wollen kann ja nicht die Rede sein, oder? Darfst du mal wieder agieren, ne? Damit die kleinen Kinder nicht so viel Angst haben. Nehmen wir die Oma mit. So, Martin, mach dich fest. Komm mal her. Komm mal her. Ich weiß, du hast ein bisschen Angst. Komm mal her, ist ja gut. Ist gut, komm. Ben, ich tu dir noch nichts. Ne? Nicht immer so schreckhaft sein. Ne? Tun wir doch ja nicht. Hm? Ne? Ganz gut. Ja, siehst du, ist doch fein. Bisschen krabbeln. Aua. Aua. Ne? Komm mal her. Das ist immer der Anfang, ne? Das Schlimmste. Lass den mal los. Komm, Linda. Komm. Komm. Ja, Camilla. Oh, guck mal. Na, geht doch. Schick. Na? Siehst du. Dann könnt ihr die Linda mal führen. Na, warte mal, wir könnten. Na, ich geh mal vor. Das ist besser. Komm, so. Komm. Komm, Linda, komm. Komm mal. Komm, so. Mal, komm. Nur schön, ne? So. Jawohl, komm. Hey, 5 Esel auf dem Weg hier. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das üben. Und jetzt wieder haben wir immer noch die Linda mit bei, die Ältere, die Erfahrene. Und das macht sich auch ganz gut. Die Polen sind nicht so weg. Genau, geht mal rum. Geh mal, ist nur ein Auto, ist nur ein Auto. Macht Wer führt denn hier jetzt wen aus? Die führen mich aus. Darfst du raten? Komm, 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 sehr gut. War da nur ein Auto, war nur ein Auto, komm. Na komm, komm. Ja, du darfst auch um den Gulli rumgehen. So, komm mal, komm. Man sagt zwar mal störrig, aber das, wie gesagt, kommt auch immer drauf an, wie man mit denen umgeht. Also das ist. Können Sensibelchen sein, aber die können auch, wenn man mit ihnen richtig umgeht, auch nicht anders wie ein Pferd. Also das heißt, mit umgehen, wa? Und mit Gewalt ist sowieso noch nie was geworden. Nee. Ups, hoch. Wollt ihr mal so? Na gut. Na, möchtest du mal streicheln? Ja? Na, traust du dich? Traust du dich? Guck mal hier. Mach nicht, mach nur, guck mal so. Oh, ganz weiche Nase haben die. Ne? Tu nichts. Jeder Mann. Ne? Mach mal ein. Mach mal ein. Traust du dich nicht? Ich muss schwer auf Schüssel. Fass mal an, los, da macht nichts. Ah ja, kommt noch. Kommt noch, genau. Da. Ja. Komm mal. War nicht von hinten. Von hinten nicht hinten. Wem haben wir denn da? Die Tierpflegerin aus dem Streichelzoo mit ihren beiden Zwergziegen. Na? Wie das Zusammentreffen der zwei ungewöhnlichen Gruppen wohl verlaufen wird. Komische Esel. Zurück im Zoo Eberswalde.
Tigerkind Alicia trifft zum ersten Mal auf ihren neuen Spielgefährten Dragan. Hoffentlich verstehen sich die beiden. Hey, guck mal. Ja, du bist ja feiner. Liebe auf den ersten Blick. Du drückst auf die meisten. Ja. So, Stunde der Wahrheit, okay? Alles klar? Seid ihr soweit? Bist du? Ey, hör auf, ich bin jetzt nicht klar. Ist das Mensch, hör doch mal. Alicia. Kommst du raus? Ja? Kommst du raus? Nicht so stürmisch, Digga. Ist ja gut. Wir tun dir nichts. Wir tun dir nichts, die tut dir auch nichts. Sei mutig. Sei einfach ein Kerl. Alles gut. Ja, das war ich. Alles gut. Guck dir alles an. Oh, die riecht anders, wa? So, Lass uns weiter hier vorne. Ja, ein bisschen ruhig hier. Sie geht vorwärts. Nicht sehen ist nicht schlimm. Alles gut. Alles gut, ja. Alicia, keine Angst. Ist ja gut, ja, alles ist gut. Die wollen Kontakt haben, die wollen Spielkameraden haben. Und es ist immer einfacher, Jungtiere zu vergesellschaften als erwachsene Tiere. Also ich denke, das wird nicht lange dauern, bis die relativ gelassen miteinander spielen. Hey, Freund, nicht von hinten. Ach, ist die schön, wa? Ja. Wieso doll? Jetzt wirst du merken, es wird auch mal eine Ohrfeige geben. Alicia? Was ist denn los? Komm mal her! Schnell! Komm mal her! Nee. Was ist denn los? Bist du so aufgeregt? Ja? Sind alle schön? Ja. Also, ich freue mich, muss ich jetzt sagen. Natürlich, hier eine Träne, weil man sie zurücklässt. Aber ich meine, wenn ich sehe, wie viel Spaß die hier hat, und ich meine, der ist ja wirklich ein lustiger Knopf hier. Sagst du noch mal Tschüss oder was? Nö. Ich bin abgemeldet. So ist es bei den Kindern, wa? Kannst du alles in die Reihen investieren und dann? Weiß. Mauschen. Was? Was ist los, meine Maus? Bist du aufgeregt? Ja. Die ist lustig. Die ist einfach lustig, ist doch schön. Ich habe nicht den Eindruck, dass die das sehr vermissen wird. Vielleicht heute Abend oder so. Aber ich guck, die ist hier angekommen. Bist du hier angekommen? Bist du hier angekommen, du kleine Maus? Ja. Ja. Bist du hier zu fröhlich? Das ist doch schön. Und auch ein bisschen nach hinten gucken, Alicia. Das ist wichtig, dass du das lernst, ne? Du kleine Maus. Und da ist so süß. Der guckt jetzt zu. Das kriegst du ja nicht mit, dass da noch jemand ist, wa? Der zuguckt. Du. Ja. Du wirst uns einen Vogel zeigen, wenn wir dich hier wieder in eine Kiste packen wollen, wa? Das willst du überhaupt nicht. Ja. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Kennenlernen auch im Tierpark Berlin. Beim Spazierengehen treffen überraschend Zwergesel auf Zwergziegen, inklusive Tierpfleger. Ob das gut geht? Wollen wir mal guten Tag sagen, ne? Hm? Kicker die Ohren, ganz aufmerksam. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Was ist hier? Na, ihr Süßen? Hallöchen. Das ist bestimmt. Oh Gott.
Hilfe, Hilfe! Die machen gleich den Weg sauber. Die sind aber groß. Ja, war. Das ist jemand anderes, ne? Guck mal. Hm? Die üben auch. Ist nur ein Esel. Hier wird auch geübt, ne? Ja. So ist es. Vielleicht ist der ein oder andere Besucher ja auch ganz entzückt, wenn wir mal so durch die Gegend laufen. Sieht eigentlich noch recht entspannt aus, oder? Ja. Vielleicht laufen sie sogar. Können wir ja mal mitlaufen. Okay. Können wir mitlaufen? Guck mal, ist die Dana. Heißt auch Dana. Mit der Dana mit gestern. Ja. Ja, schließlich die Namensvetterin, ne? Der war ja wieder gut. Ja. Sie sitzen dann nochmal so zusammen und überlegen, wie könnte man sie nennen. Und da, wie gesagt, die Mutter von der Dana eben die Daniela ist und die sagt, das auch immer so ein bisschen mit dem Anfangsbuchstabe der Mutter sein sollte. Na, da haben wir das halt beschlossen, dass sie Dana heißt. Und Dana war zu dem Zeitpunkt gar nicht da. Genau so ist es. Konnte mich nicht wehren. Ich konnte mich nicht wehren. Aber schlecht fand ich es nicht. Das haben wir aber schon öfter gemacht hier von Mitarbeitern. Namen. Da kann man es echt schlechter treffen. Das stimmt. So ist es. Ja, die lauern auch schon. So ist fein. Oh, schön macht ihr das, ne? Geht besser als man dachte, ne? Ja. Hätte ich auch nicht erwartet. Aber naja, siehst du. Die gehen so, die anderen so. Ja. Nur jetzt wieder in Richtung Heimat. Mal kicken. Genau. Ach, jetzt läuft der nächste aus. Ihr macht ja komische Spuren. Andere legen Brotkrumen und die machen Flecken auf dem Boden. Mann, seid ihr langsam. So, wir sind sehr erschreckt, wa? Voll oft begeistert. Dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, das ist das dritte Mal jetzt. Wie gesagt, nach dem zweiten Mal haben wir jetzt so 4 Wochen so ungefähr ausgesetzt. Also. Dafür geht das echt super. Da können wir morgen mal auch ohne Linda spazieren gehen. Ne? Machen wir das? Ja. Oh, nun los. Ciao. Viel Spaß. Bis nachher. Tschüss. Tschüss, Effen. Ja, haut drin. Was los? Ihr ruft nicht, ist ja ein Ding. Seid ihr so ruhig? Wir sind wieder da. So. Ja. Komm mal raus. Ja, los zur Mutti. So. Komm. Komm mal zur Einheit hier. Dann befreien wir euch jetzt mal hier. Linda, bleib stehen. So. Da. Kann ich ja rumfallen. Ist gut. Nicht so aufgeregt jetzt. Nur 2 Minuten noch. Was so lieb. Hm? Hör auf zu zappeln hier. So. Komm, wir machen das ja alles ab hier. Wieder. So, fein gemacht. Fein gemacht hast du das. Hm? So, Linda, du. Ja. Guck mal hier. Morgen wieder? Hm? Ja, ne? Du auch. Du hast auch fein gemacht. Ja, du schnell weg. Ja. So, wollen wir uns das wieder anders überlegen, wa? Gleich wieder aufgemacht, ja. Ja. Tierhaus wird heute hoher Besuch aus Augsburg erwartet. Direktorin Barbara Jantschter will das Plumpluri-Mädchen Kate besuchen, das seit 3 Monaten hier ihr neues Zuhause hat. Das Verhältnis zwischen Kate und Barbara Jantschke ist besonders eng, denn sie hat das Plumpluri-Kind mit der Flasche aufgezogen. So, und da sitzt sie. Ach ja, ach, Goldie, schon so lange nicht mehr gesehen. Diese Weise darf Kate sonst niemand streicheln. Wie hat sie sich denn so gemacht? Ja, es ist natürlich wirklich ein Mimöschen, ist es, wenn man hier rinkommt, oh, ängstlich. Und klettern war sie eigentlich auch, wenn so eine Hürden waren, hier so eine Strecken.
Da war sie auch immer eher so, das macht, das dauert alles so lange bei ihr. Das ist halt ein Plump-Lori, ne? Ja, aber die anderen, die flitzen hier durch. Ja. Aber dann wurde es immer besser. Auch futtermäßig war ja, dass man sie eher füttern musste, als dass sie da alleine hier. Aber jetzt hat sie unser Futter akzeptiert. Gott sei Dank. Und haut gut drin, wie man sieht. Ja, ja, also abgemagert ist sie bestimmt. Ist sie ganz sicher nicht, ja. Nee. Katie. Katie, guck mal. Guck mal. Oh. Ganz schrecklich. Guck mal her. Wenn es um Heuschrecken geht, ist Kate dann doch nicht ganz so wählerisch. Na. Na, bei sowas. Wie ist es mit, wenn andere Tierpfleger, die nicht so häufig bei ihr drin sind, aber die gehen nicht so hin, ne? Na, die hat so ja schon einen Tierpfleger gebissen. Ehrlich? Ja. Aber vielleicht war der auch zu oh, die sind dann immer, wollen gleich streicheln oder ja, so. Ja. Und sehen das von uns hier, dass wir so, oh, ne? Aber wenn sie dann so grummen, ne, so, dann wollen sie Vorsicht. Das ja nicht. Ja, und wenn dann man Vorsicht, dann Vorsicht. Weiter halt streichelt, dann hat sie jedenfalls mal gemacht. Aber ist nicht schlimm. Das darf sie. Ja klar, sie darf ja auch sagen, dass ihr was nicht passt. Genau. Ne? Kates Mutter wurde vor einiger Zeit durch den Augsburger Zoo beschlagnahmt. Plumploris sind als Haustiere sehr beliebt. Zu ihrem Leidwesen. Denn nur selten werden die Tiere auch artgerecht gehalten. Zum Essen hat sie sich jetzt abgewandt, finde ich auch gut. Man muss sich nicht beim Essen zuschauen lassen. Und was habt ihr jetzt dann weiter für Pläne? Wie soll es weitergehen? Naja, irgendwann muss ja der Mann hier zugeführt werden, der jetzt da hinten ganz alleine ist. Aber wann oder so, das machen wir abhängig, wie sie sich entwickelt. Ja, ja. Und mit dem Mann kann es ja ganz schön rau werden, ne? Ja, da wird es ja ein bisschen anders. Ja, ja. Ja. Obwohl, sie ist ja, glaube ich, ein bisschen größer wie er, oder? Ja, das also ist allein er. Von der Masse her kann sie ihn schon in Schach halten. Ja. Aber das ist ja auch bloß, die können sich ja nicht den Kopf abreißen. Nee. Ne? Das ist so ein Knäuel, dann beißen sie sich da. Und das hatte. Aber das wird schon. Ich hoffe, das wird. Ich denke auch. Kate wird sich natürlich vorbildlich benehmen. Oder können diese Augen lügen? Begleiter wurden in der Monkey World in England gut aufgenommen. Ja, dieser süße kleine Mann ist Bulumata. Bulumata ist der 5 Monate alte Sumatra-Orangutan aus dem Zoo Budapest, der eben auch hier gelandet ist, in dem Fall, weil seine Mutter kurz nach der Geburt verstorben ist. Und ja, das ist ein großes Plus von Monkey World für Rieke. Weil die beiden natürlich zukünftige Spielkameraden sind. Sie haben gleich nach unserer Ankunft Kontakt miteinander aufgenommen und mit den Armen nacheinander gesucht, die Köpfe aneinander gelegt. Gestern haben die beiden schon in der Nursery, wo die heranwachsenden Orangs sind, nebeneinander gelegen und auch, wie gesagt, immer wieder Kontakt aufgenommen. Das alles unter Kontrolle, weil, wie man sieht, der Bulumata ist schon ein bisschen größer. Und man muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass sein Kontakt jetzt nicht zu überschwänglich Rieke gegenüber ist. Also wenn der mit seinen Fingern irgendwie mal ihr aufs Gesicht schlagen würde oder so, kann es sein, dass sie ein paar Kratzer zu viel abbekommt. Aber wie gesagt, das passiert nur unter Aufsicht. Die sind nie alleine gemeinsam, sondern da ist immer einer der Betreuer dabei. Aber das ist echt, wie man sieht, ein ziemlich cooler Orang. Tun deine Zähne weh? Für Rieke geht es jetzt zurück in ihre Box. Damit sie sich auf dem kurzen Weg nicht erkältet, wird sie dick eingepackt. Ja.
halt in kleinen Spielkäfchen Kontakt aufnehmen zu können mit der Gruppe. Erstmal natürlich Sichtkontakt. Und hier ist eine Gruppe mit mehreren Tieren, wo es unter anderem auch die Amme ist, Xiao Quai, wo die Hoffnung besteht, dass die Rike von ihr adoptiert wird. So, Rike, wieder zu Hause. Nun soll ich mal hier auspacken. Kleiner Sandwich. Drin eingerollt in ihre Würste. Sie sind sehr entspannt dabei. Mögen es wahrscheinlich, dieses eigenes graue Kuschelkissen. Diese Fetzen, kann sich da wunderbar dran festhalten. Und wir decken sie natürlich noch ein bisschen zu. Dass es schön warm hat, rutscht man da ein Stückchen hoch. So ist das doch gut. Genau. So, André, heute werden wir ja die letzte Nacht hier verbringen. Ja. Schieben wir die Bettchen noch mal zusammen für die letzte Nacht? Ich fand das ganz gut so, wie es ist. Krieg genug Schnarchen auch auf die Distanz mit, auf meiner Seite. Wenn man dann mal gemeinsam auf so eine Tour geht, dann sollte es im Idealfall ja dazu führen, dass das noch zusammenschweißt. Und ich glaube, da hat auch das Schnarchen von ihm und von mir das nicht verhindert, sondern ich glaube, da haben wir uns ganz gut ergänzt. Kleine Maus, eine Nacht passen wir noch auf dich auf. Mit ein, zwei Fläschchen und dann übernehmen die Kollegen aus England. Aller Abschied ist schwer.